kaum zu glauben, aber Weihnachten steht schon vor der Tür und passend dazu öffnen auch die Weihnachtsmärkte in Wien, unter anderem auch der auf der Freiung. Trotz Wind und Wetter bin ich für euch vor Ort und suche mir die interessantesten Stände, die besten Geschenksideen und natürlich den leckersten Punsch. Kommt mit! Worin unterscheidet sich denn der Weihnachtsmarkt auf der Freiung von einem anderen? Der Altwiener Christkindlmarkt unterscheidet sich, dass er ein Potpourri aus Musikprogramm und Marktangebot hat. Und das ist was ganz Besonderes bei uns, Tradition seit über 20 Jahren. Wir machen Programm für Kinder, Kasperltheater, wir haben ein tägliches Adventmusikprogramm an den Nachmittagen ab 16 Uhr. Und wir haben Kunsthandwerkspräsentationen und wir haben eine Benefizaktion. Und wir haben einen Stand einem wohltätigen Zweck gewidmet. Heuer schenken wir Trinkschokoladenheiße aus zugunsten der österreichischen Knochenmarkspendezentrale und wollen diese Einrichtung damit tatkräftig unterstützen. Viel, viel Glück dabei und hoffentlich kommen viele Spenden zusammen. Danke, wir hoffen auch und wir freuen uns auf viele, viele Besucher. Wir sind heute am Weihnachtsmarkt auf der Freiung. Wieso sind Sie hier und nicht auf einem anderen? Ja, das ist einer der schönsten Weihnachtsmärkte und er ist ein Vorreiter und beginnt sozusagen die Christkindlmarkt-Saison. Und das ist der Altwiener Christkindlmarkt und daher bin ich natürlich traditionsgemäß immer hier bei der Eröffnung. Du bist heute auch am Weihnachtsmarkt auf der Freiung. Wieso hier und nicht woanders? Naja, wenn ich arbeite da in der Nähe, im 1. Bezirk, zum Holunderstrauch. Und naja, da ist eigentlich ruhig und schön, ganz anders als mein Rathausplatz. Und darum, also ich jedes Jahr trinke da einen Punsch. Schmeckt sensationell gut, ja, muss ich sagen. Ich bin hier auf der Suche nach dem allerbesten und leckersten Punsch hier auf der Freiung, habe aber ein Busserl gefunden. Was ist ein Apfelbusserl? Die Spezialität des Hauses, ein heißes Apfelbusserl. Äpfelstückchen mit Apfelschnaps, oben drüber Schlagobers, Zimt und Eierlikör und erwärmt hoffentlich jedes Herz. Der Lars extra hier auf der Freiung wegen dem Christkindlmarkt. Du bist ursprünglich aus Braunschweig. Wieso bist du hier und nicht auf einem anderen Weihnachtsmarkt? Weil wir uns gerne Wien mal anschauen wollten und uns dazu das beste Wetter natürlich ausgesucht haben und dann hier jetzt versuchen, ein bisschen Trost zu finden und vielleicht einen heißen Glühwein zum Aufwärmen. Was trinkst du dann am liebsten? Welchen Glühwein oder welchen Punsch? Einen, der nicht so süß ist. Du bist ein Saurer. Ja, genau. Apfelpunsch oder in welche Richtung soll es gehen? Nee, schon eher was in Richtung Glühwein, aber auf alle Fälle halt nicht so einer, der so ganz zuckrig ist. Jetzt habt ihr gesehen, was es alles am Weihnachtsmarkt auf der Freiung gibt. Leider könnt ihr die Trinkschokolade nur sehen und nicht schmecken, aber ich sag's euch, sie ist wirklich, wirklich lecker. Und wer jetzt drauf Lust bekommen hat, der kommt auf die Freiung und trinkt für einen guten Zweck. Prost!